Die größte Herausforderung bei diesem Film war natürlich, dass wir einen Film machen, einen posthumen Film über einen guten Freund von uns. Und man ja auch nicht weiß, was jetzt genau Steffen Mein gerne gehabt hätte als diesen Film. Also wir haben ziemlich schnell auch gesagt, okay, darüber, wir machen unseren eigenen Film. Das ist nicht, wir versuchen Steffens Projekt da zu Ende zu machen oder so, sondern wir haben unsere eigene Handschrift, wir haben auch unsere eigenen Themen. Aber trotzdem war das natürlich extrem krass, auch dieses ganze Material von Steffen, der das über 2 Jahre gesammelt hat, irgendwie zu sichten. Und das war schon krass. Also da einfach, wir haben tatsächlich dann auch chronologisch gesichtet, haben wir uns auch immer wieder Zeit genommen, uns zurückzuziehen zu dritt und haben dann so Sessions gemacht, wo wir dann 2, 3 Tage uns in Häuschen zurückgezogen haben und dann wirklich geguckt haben. Aber das war emotional natürlich schon schwierig. Und auch, dass wir alle drei, also Menschen trauern total anders und wir hatten ganz andere Trauerprozesse und sich da gegenseitig zu lassen und zu akzeptieren, wie es die anderen machen. Ja, das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Daraus haben wir sehr viel gelernt auch. Im Film Vergiss mein nicht geht es einerseits um unseren Freund Steffen Mein, der 2018 bei der Räumung des Hambacher Walds ums Leben gekommen ist. Und wie er diese Besetzung kennenlernt, also wie jetzt über 2 Jahre lang diese Menschen kennenlernt, klettern lernt und langsam vielleicht auch zum Aktivisten wird, mit der Kamera, nicht mit seinem Körper. Und andererseits geht es darum, wie so eine Mikrogemeinschaft in diesem Wald sich die Verantwortung für die Zukunft von einer großen Gesellschaft auferlegt und was für Kämpfe sie führen und vor allem mit was sie hadern, was funktioniert und was nicht funktioniert in dieser Besetzung. Und schlussendlich geht es ganz viel darum, wie man als letztes Mittel mit dem Körper kämpft um politische Errungenschaften. Ich war bestimmt schon so 1, 2 Monate da. Da habe ich ab und zu oben vom Baumhaus, wo ich gewohnt habe, so einen unten mit so einem riesen Helm rumlaufen gesehen. Der sah einfach total lustig aus mit seiner Kamera auf dem Fahrradhelm geklebt. Sah einfach so unfassbar lustig aus. Und dabei diese Locken und dann diese Brille, wo alles so verrutscht ist die ganze Zeit. Alles ist die ganze Zeit irgendwie verrutscht. Deswegen glaube ich, dass ich es wahrscheinlich auch so ein bisschen belächelt habe, dass er diesen riesen Helm anhatte, weil ich noch nicht wusste, dass eine 360-Grad-Kamera darauf befestigt war. Also die Idee, diesen Film zu machen, kam dadurch, dass einfach dieses Material über uns gekommen ist, weil Steffen Mein 2018 in der Räumung des Hambacher Forsts von den Bäumen gefallen ist. Also durch eine Brücke und da tödlich verunglückt ist. Und wir haben, also Kilian Kuhlendahl, Jens Mühlhoff und ich, wir waren gute Freundinnen von Steffen und haben nach Steffens Tod dann entschieden, irgendwas muss mit diesem Material passieren, aber es war überhaupt noch nicht klar, was. Also sollen wir einfach einen kleinen Film machen für Familie und Freundinnen, damit einfach noch irgendwie seine Idee, also der hat ganz viel Material gesammelt über 2 Jahre hinweg und wollte eigentlich ein VR-Projekt machen, also ein Spiel, wo man oder wo die Leute dann, wenn der Wald gerodet sein wird, diesen Wald erfahren können, sozusagen. Und wir wollten dieses Projekt fertig machen und wussten aber nicht, in welcher Form. Und dann haben wir halt lange hin und her überlegt und haben dann gedacht, gut, wir können nicht Steffens Projekt machen, wir sind Filmemacherinnen, wir machen einen Film.
Aber was wir in seinem Sinne machen können, ist, das an viele Menschen rauszutragen, weil das ist auch das, was er wollte. Er wollte viele Leute erreichen. Hier ist die GoPro, vielleicht ist die Seite. Ja, ich hätte die jetzt weggebracht. Sollen die liegen bleiben oder was? Ja, ich weiß nicht. Bringst du die, guckst du, dass er jetzt irgendwie zum ich hätte die reingeguckt, ja klar, ich hätte die jetzt. Achso, nehmen wir sie von dem Kletterer, ne? Das ist wahrscheinlich. Ja. Das ist jetzt runtergefallen. Ne? Also nicht ob sei, ich weiß es nicht, ob sei nicht, aber bloß das so zu beweisen. Wir alle drei haben Steffen beim im Studium kennengelernt an der Kunsthochschule für Medien in Köln, wo wir alle Medien und Film studiert haben. Und kannten auch Steffen schon Jahre davor und waren dann auch zusammen, also Steffen ist 2017 zum ersten Mal dann mit der Kamera in den Wald und 2018 waren wir mit ihm zusammen da, weil er uns gebeten hat, ihn zu unterstützen. Also ich glaube, was man auch erzählen kann, ist, dass 2017 ist Steffen da in den Wald und wollte ein Projekt machen. Er wollte sammeln, er wollte archivieren und 2018, als dann das Bundesland NRW gesagt hat, wir räumen und schaffen Tatsachen, während so die Kohlekommission in Berlin getagt hat, hat sich so Steffens Idee auch gewandelt. Also er wollte nicht irgendwie ein schönes Projekt, VR-Projekt machen, sondern er wollte dann wirklich schnell Videos raushauen, auf Twitter, auf YouTube. Er wollte berichten und ja genau, da haben wir ihn unterstützt, haben ihm Karten hochgebracht in die Bäume, als er dann nicht mehr nah ans Räumungsgeschehen gekommen ist und dann auch hoch nach Beachtown gegangen ist. Neue Akkus und haben Material für ihn geschnitten unten. Ja. So ein langes Walkway. Bitte? Oha. Ich finde halt diese Stelle hier so super tricky. Vor allem mit dem Ding oben auf. Also wir haben erst dieses ganze Material gesammelt und haben gemerkt, okay, das ist. Da gibt es keine rote Linie in diesem Film, da gibt es keine Dramaturgie, weil es nicht gedacht war als Dokumentarfilm. Und wir hatten aber auch unseren eigenen Erzählwunsch. So. Und dann haben wir beschlossen, wir möchten voll gerne die Leute, die auch schon in Steffens Material drin sind, suchen und denen begegnen. Und andererseits war es aber auch so, dass wir ja einfach trauernd waren und hatten, wir hatten irgendwie Steffen verloren und es war auch so ein sehr persönlicher Wunsch, diese Leute zu treffen, die auch diesen Menschen verloren haben, weil die sich ja auch über 2 Jahre zum Teil schon gekannt haben. Genau, und dann sind wir, also wir haben tatsächlich eine Kartei angelegt von den Leuten in Steffens Material und haben dann versucht, diese Leute, die vermummt sind und Decknamen haben, irgendwie die gleichen Leute auch im Material zu finden und zuzuordnen. Und dann sind wir einmal durch den Wald gelaufen und haben so gefragt, hey, kennt jemand die Person? Wir sind keine Polizei, aber und sind zu Klimacamps und ja, also so. Und sind dann den ersten Leuten begegnet. Und wir hatten wirklich, dadurch, dass wir diese gemeinsame Basis über Steffen Mein hatten, war das total schön. Also die ersten Gespräche waren wirklich sehr viel über einen toten Freund, den wir alle vermissen und was wir an ihm fanden und wie wir ihn sahen. Und das war 2019. Und 2022 haben wir dann tatsächlich diese Interviews gedreht, die im Film gelandet sind, aus einer kleineren Schnittmenge an Menschen, die dann da drin waren. Genau, und dann waren auch nicht mehr so viele vermummt. Also am Anfang haben wir tatsächlich allen gesagt, hey, es ist okay, ihr könnt auch vermummt in diesem Film. Es geht darum, was ihr uns erzählt. Und dadurch haben sehr viele
Ja gesagt. Also das war dann nicht mehr schwer. Als wir sie gefunden haben, war es nicht mehr so schwer. Ich fand spannend, dass Steffen auch überlegt hat, ist das eigentlich das, was die auch die rote Linie quasi markiert. Und ich glaube, genau das ist der Punkt da drin. Also zu sagen, bis hierhin und nicht weiter und da drin auch eine Klarheit zu haben und das ist vielleicht was, was vielleicht auch dominant wirkt und einschüchternd ist. Gleichzeitig sehe ich da drin aber auch eine starke Stärke und eine Entschlossenheit. Ich glaube, dass es schon stimmt, dass sich halt einfach Polizei auch einfach nicht in den Wald allein reingetraut hat, weil die Besetzungsgeneration vor uns auf eine Art halt noch militanter vorgegangen sind. Wir haben in der Dreierregie als Kollektiv diesen Film gemacht und haben gar nichts geteilt. Also wir haben unsere Arbeit immer gemeinsam gemacht. Wir haben ausgehandelt, ein bisschen wie im Hambacher Wald, wie in der Besetzung. Wir waren alle auch schon kollektive Arbeit gewohnt. Wir hatten also zwei von uns hatten auch schon ein Kunstkollektiv zusammen und so haben wir ja tatsächlich alle Prozesse gemeinsam durchgestanden und das war aber auch etwas, was wir von Anfang an gesagt haben. Also wir haben, als wir beschlossen haben, wir machen diesen Film und wir machen einen Kinofilm, der eine breitere Menschenmenge erreichen kann, haben wir gesagt, wir machen es zu dritt oder gar nicht. Und das war total gut. Also es war total gut, weil wir, so konnte zum Beispiel mal eine Person ausfallen und die anderen haben weitergemacht. Also das war ja wirklich eigentlich die ersten Jahre eine Krisensituation. Und andererseits konnten wir auch Orga-Arbeit aufteilen mit zum Beispiel der Dialog mit den Eltern und so weiter, was uns total geholfen hat. Und ich glaube schlussendlich, also ich würde ein Plädoyer eigentlich sogar für die Arbeit zu dritt gerne halten, weil es ist total toll gewesen, wie wir, also ich glaube, was die Stärke des Films ist oder was ich das Gefühl habe, also was mir total gefällt am Film, ist die Ambivalenz. Und diese Ambivalenz ist, glaube ich, dadurch entstanden, dass wir zu dritt waren, drei verschiedene Meinungen haben und jeder Satz im Schnittraum umgedreht wurde und verteidigt gegenüber den anderen und alle Widersprüche wurden in diesem Film vereint und wir mussten sie aushalten und das Publikum muss sie jetzt auch aushalten. Ja. Ist die Vigo barefoot? Ja. Was war mit Füßen? Ist okay, mit dicken Socken geht's. Der Pullover habe ich zu Hause gelassen. Ja, die schneiden so ein bisschen. Ich glaube, er war sich selber so gar nicht unangenehm und das fand ich total angenehm. Er kommt irgendwie aus der Stadt, er hat schon so ganz viele Minuspunkte in Waldcoolness bekommen. Aber es war ihm trotzdem alles immer nicht, er war sich nicht zu schade, dann sich trotzdem einfach so dazuzusetzen. Gleichzeitig dadurch, dass er so penetrant geblieben ist und immer mitgemacht hat, irgendwann einfach so total akzeptiert war und so ganz klar irgendwie Teil von der Gruppe. Und das ist nicht allen Leuten gelungen, die von außen so dazugekommen sind. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Das visuelle Konzept des Films basiert total auf dieser 360-Grad-Kamera, mit der Steffen Mein gedreht hat, weil das hat uns eigentlich erst ermöglicht, dieses Material Steffen zu einem Protagonisten in diesem Film zu machen. Das Material ist total körperlich einerseits, also dadurch, dass Steffen diese Kamera auf dem Kopf hatte, sehen wir seine Arme, spüren ihn, spüren jede Bewegung von ihm. Wenn er auf ein Baumhaus hochklettert, dann ist das irgendwie eine körperliche Erfahrung, das mitzumachen. Auch Höhen wirken durch diese fischeige 360-Grad-Kamera extrem hoch, also wie es sich auch wirklich angefühlt hat. Genau, und sie hat uns irgendwie auch ermöglicht, wir haben ganz viel über Körper geredet, also über Steffens Körper, der irgendwie am Anfang des Films plötzlich ein Körper, also tot ist und eingetütet wird von dieser Polizei und in so eine Maschinerie von Bürokratie plötzlich uns entzogen wird und verfällt. Die Kamera, die eingetütet wird, also da, und was ist der Körper, also die Kamera und der Körper, die irgendwie
zu eins werden in diesem Film und dann aber manchmal auseinandergerissen werden. Und andererseits hat diese 360-Grad-Kamera auch die Möglichkeit ergeben, über Raum nachzudenken. Also wir sehen mit der 360-Grad-Kamera das Innen von diesen Baumhäusern total groß. Also die Räume wirken viel größer, als sie tatsächlich sind. Sie sind nämlich irgendwie einerseits beengend, aber das macht halt so diese Größen, also dieses Loch von dieser Braunkohle ist riesig und diese Häuser sind eigentlich so klein, aber dadurch, dass wenn man mit dieser Kamera da drin ist, sind die plötzlich auch groß. Genau, und da konnten wir ganz viel über Größen und Raum auch nachdenken mit dieser Kamera. Für die Filmmusik haben wir zwei mega tolle Musikerinnen gefunden, Antonio Di Luca und Caroline Cox. Und sie zwei haben zusammen mit uns super lange über ein Konzept geredet, wie wir überhaupt eine Art Musik in diesem Film irgendwie einsetzen können. Uns war es total wichtig, nicht eine emotionalisierende Musik zu machen. Wir haben sehr viel über Sound nachgedacht. Und dann haben wir wirklich so Motive für die verschiedenen Sachen gesucht. Also wir haben ein Motiv für den Wald und dann wäre das naheliegendste, irgendwie Holzinstrumente zu finden. Irgendwas, was halt waldähnlich ist, aber uns war es total wichtig zu zeigen, dass diese Forst halt was total Artifizielles hat. Also man hört die ganze Zeit das Geräusch der Bagger, der Braunkohlebagger. Das ist so ein hohes Surren, das immer präsent ist. Der Forst ist auch... Also das ist kein schöner deutscher Wald, wie man sich den vorstellt, den man zu retten hat, sondern das ist irgendwie in Menschen gemacht. Und so sind wir sehr schnell auf so Plastikinstrumente gekommen. Und dann ist was so das Leben da ausmacht, was total beschwerlich ist, ist dieser Wind. Weil dieses Hochklettern im Baumhaus dauert irgendwie 20 Minuten, dann ist man da oben und alles knarzt und der Wind weht so durch die Interviews, die Steffen auch gedreht hat und so. Also haben wir uns versucht, auf diese Luftinstrumente, Blasinstrumente irgendwie so mehr oder weniger zu fokussieren und haben dann Leitmotiv versucht zu finden für unsere Trauer oder Ohnmacht, also als RegisseurInnen, und haben dann mit Heulschläuchen gearbeitet. Das sind diese langen Plastikdinger, die man oft im Kindergarten irgendwie für Kinder zum Spielen. Und die MusikerInnen haben die dann stundenlang geschwungen und dann haben wir Motiv für die Besetzung Positives gefunden. Das ist dann eine Melodika, die kommt auch tatsächlich dann im echt vor im Film. Und so weiter. Und dann haben wir sozusagen dann natürlich für die Polizei, die von außen kommt, irgendwie dann auf Plastiktrommeln, also auf so Tonnen Geräusche gemacht. Und so hat sich so langsam diese Filmmusik zusammengebaut. Wir hatten tatsächlich das Glück, dass wir die Komponistin schon während dem Schnittprozess im Boot hatten. Und das war total toll, weil wir konnten dann, während wir geschnitten haben, denen schon sowas wie einen Rohschnitt geben. Und wir haben dann eher daran gearbeitet, was wir für Musik haben, bei welcher Gefühlsszene und konnten so aufbauen sozusagen. Und schlussendlich haben sie natürlich dann auf den letzten Schnitt dann schon präzise drauf komponiert, aber vorher gab es Motive. Also wir haben tatsächlich im Ping-Pong mit den Musikerinnen zusammengearbeitet. Haben euch eure Eltern keine Verantwortung beigebracht? Ah, du guckst meine Schulter aus! Die Fassung, die im Kino läuft, ist tatsächlich auch der Director's Cut.
obwohl es ein langer Weg dahin war. Also wir haben tatsächlich nach der Einreichung zur Berlinale noch diesen Film umgeschnitten. Also zwischen Einreichung und bis zur Premiere an der Berlinale hatten wir nur noch ganz kurz Zeit und hatten eigentlich keine Schnittwochen mehr und auch kein Geld mehr und haben uns dann haben eigentlich diesen finalen Schnitt den MusikerInnen gegeben und die haben dann plötzlich gesagt, hey, die haben mich angerufen und waren dann so, irgendwas stimmt da nicht, ihr habt euren Protagonisten verloren, der ist einfach weg, so wir spüren den nicht mehr, obwohl da waren minimal, also das ist so feinfühlig, da ist manchmal. Und vor allem in so Kürzungen bei diesem Film, genau da, wo man normalerweise schneiden würde, nämlich am Anfang der Szene und am Ende der Szene, schneidet man eigentlich ziemlich zackig ab, damit man direkt in die nächste Szene kommt. Und das waren für uns die wertvollen Momente, wo man Steffen gespürt hat. Wie er arbeitet, wie er hadert, wie er meistens irgendwie Fehler macht zum Beispiel und wo er dann mit der Kamera und so, wo er irgendwie spürbar wird und empathisch. Und durch diese Kürzung zu dieser finalen Fassung ist er uns da abhanden gekommen. Und zum Glück haben die Musikerinnen uns da angerufen. Sie haben sich auch fast nicht getraut. Und dann haben wir tatsächlich uns da nochmal die Zeit genommen und haben unsere Protagonisten in den Film zurückgeholt, sozusagen.